Wie sieht's aus mit Trinken? Naja, hält sich in Grenzen. Du machst mir mal fein Meal, Repeat, und du brauchst mir mal Getränke, Repeat, so. Wenn wir die Fässer nämlich vom Essen befreien, dann werden noch ein paar Fässer frei. So. Hunde. Hund. Hund. Zonen brauchen wir jetzt auch noch. Zwar ist das hier erst einmal unsere Meeting Zone, Meeting Area. Und damit unsere Yaks nicht auf die Idee kommen, da unten zu verhungern, mache ich eine schöne große Zone hier. Das ist mein Pen Pasture. Und da können die beiden Yaks sich vermehren. Und hier sei es zugewuchert. Naja, wenn wir das nachher überdachen dann und richtig machen alles, dann kann das nicht mehr überwuchern. Also die Rampen durch Steinrampen ersetzen und ein Dach drüber machen und die Straße pflastern. Ah, wenn wir schon mal dabei sind, damit unser Mason, unser Stone, noch mehr zu tun hat. Wir sind ja kein bisschen sklaventreiberisch. Kriegst so einen Architekturjob und darfst mir hier ein Trade Depot reinsetzen. Genau an die Stelle, passt perfekt. So. Ich muss auch dran denken, wir haben noch Sommer. Das heißt, ich muss meinem Mason demnächst auch noch den Auftrag geben. Am besten baue ich dafür auch gleich mal den passenden Workshop. Croftsdorfs Workshop, die kann ich mir irgendwie nie merken. Das ist R. Croftsdorfs Workshop. Dahin, so. Da kriegt mein Mason jetzt die Aufgabe, Rockcrafts herzustellen, sobald er sich um das Trade Depot gekümmert hat. Aber im Augenblick scheint er noch mit anderen Sachen beschäftigt zu sein, nämlich mit Items absetzen. Arbeitet ihr noch? Ja, ihr arbeitet noch. Hier unten wird auch fleißig geschafft. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Hm. Ja, man sieht, ich habe sehr, sehr viel vor noch mit dieser Festung. Aber diese Festung soll uns ja lange erhalten bleiben. Und was kriege ich darum? Frosch? Eine Echse. Gegen Echsen habe ich nicht so viel. Und wir haben kein Empty Food Storage. Das ist nicht so toll. Ah ja, es gibt aber doch Saat und Sardonyx. Sardonyx. Wie auch immer. Croftsdorfs Workshop wurde gebaut. Ist schon mal schön. Jetzt kannst du da aber dann auch anfangen. Ja, sehr schön. Wenigstens ist mein Carpenter gerade schön an der Arbeit. Jetzt nicht mehr. Ich nehme es zurück. Der fällt jetzt sicherlich wieder ein Baum, ja. Naja, komm, 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 komm. Wir haben jetzt so viel Holz da rumliegen. Hör mal auf, Bäume zu fällen. Ich bin
Ja. Hier ist die Treppe fertig, aber da nicht. Das ist auch toll. Wenigstens sieht hier einigermaßen alles schön einheitlich aus. Ziemlich viele Echsen mittlerweile hier drin und alle pennen irgendwo. Wie weit bist denn du? Du hast schon ein paar Barrels wieder leer. Okay. Pudding Repeat. Und du machst immer noch Fine Meals. Okay. Haben wir denn schon welche? Nö. Das sagt nur unsere Küche, was wir noch so alles haben. Wir haben verdammt viel Prickleberries, also könntest du gucken, was können... nein, keinen Wein verkochen, bitte. Ja, wenigstens ist kaum noch einer draußen unterwegs. Dich könnten wir auch removen dann. Wow, das ist aber ein großer Rabenschwarm. Okay, das sind mehrere Rabenschwärme. Oh, und hier oben haben wir aus Versehen Holz deklariert. Das sollten wir auch deaktivieren. So, haut euch da durch. Wir müssen nämlich gucken, dass wir da oben hinkommen. Ich will nämlich spätestens zum Winter... Oh, Tweetipo ist fertig. Gut, dann kriegst du Wack. Crafts, Repeat. Gucken wir mal Depot Access an. Sieht gut aus. Depot ist accessible. Ja. Da können sie sich irgendwo hindurchzwängen zu meinem. Genau. Zu meinem Depot. Oh, und da wir einen Manager jetzt haben, geben wir mal 10 Wooden Bins. Wooden Barrels. Und Wooden Buckets. 10 Stück in Auftrag, so. Das dürfte unseren General jetzt erstmal für eine Weile beschäftigt halten. Was habt ihr denn da hingelegt? Achso, ein Ohrring. So, die sind jetzt beide, eigentlich müssten sie beide am Schaffen sein. Ja, unsere Getränke steigen schon mal wieder steil an. Ich guck mal, dass ich nicht wieder das Trinken verbraue. So. Jetzt am Anfang sollten wir nicht wählerisch sein. Wieso wurde ein Cabinet? Remove Order. Wooden Bin da so. Increase Priority so. Äh,
Ups. Das wollte ich nicht. So. Das dürfte okay sein, wenn wir das so machen. So. Du müsstest ja eigentlich hier Bins machen können, ja. Gut. Also sobald mein Leader das Ganze sich drum gekümmert hat, wo auch immer er gerade steckt, er stort gerade wieder was im Stockpile, sollte der... Oh, wir haben nichts mehr zum Kochen. Ja, wir haben kein Fleisch mehr. Halb so wild. Wir können vor der ersten Karawane sicherlich Fleisch und Trinken kaufen. Obwohl Trinken haben wir wieder über 100. Das sieht also noch gerade so verkraftbar aus. Die Halle wird auch langsam. Ja, was soll ich noch großartig sagen? Im Augenblick sind wir noch in überall am Werkeln und Wursteln. Und wir haben unsere ersten Hundewelpen. Juhu. Machst du mir jetzt Bins? Ja, du machst mir Bins. Bist ein guter General. Wird hier wenigstens noch was verbraut? Ja. Ist draußen noch irgendwas? Ja, nur noch der Karren und ein Haufen Holz. Und meine beiden Jacks. Und es ist Herbst. Okay. Dum, dum, dum. Ich glaube, ich nehme meinem Leader schon mal die Howler-Jobs alle weg. So. Dann ist der schon mal nur mit seinen wichtigen Aufgaben beschäftigt, also mit dem Managen, mit dem Bookkeepen und mit dem Handeln, wenn es dann demnächst soweit ist. Ja. Und das Rauschen, was man gerade gehört hat, soll der Regen wohl sein. Da es ja regnet. Was fuselt hier überall rum? Also ja, das sind wieder Bienen. Ja. Aber diese grünen Sachen, die ich da gesehen habe, was ist das? Jetzt ist es wieder weg. Das da. Eine Schmeißfliege. Das sind überall Echsen und Langfische. Und wir haben einen Jackkalf. Auch schön. Die Halle sieht immer besser aus. Und es ist alles in Kisten verpackt. Sehr gut. Was sagt beim Manager? Noch drei Bins, dann kommen Barrels und dann Buckets. Oh, und sehr viel trinken haben wir jetzt.